Verlass den Hühnerstall, werde ein Adler. Wir sind nicht geschaffen für die Bratpfanne wie ein Huhn. Wir sind geschaffen für den Himmel wie der Adler. Wisst ihr, der Adler ist ein unwahrscheinlich äh, wichtiges Tier, von dem wir unwahrscheinlich viel lernen können. Ein Adlerweibchen, wenn sie einen Adler kreisen sieht in der Luft, weiß sie, der hat Absichten, mich zu heiraten. Und dann fliegt sie hinauf. Zuerst holt sie sich ein größeres Steinchen, fliegt weit hinauf und lässt dieses Steinchen fallen. Wenn der Adler im Flug dieses Steinchen fängt, hat er noch eine Chance. Die erste Chance hat er gewonnen. Dann holt sie ein kleineres Steinchen wie das erste und fliegt nicht mehr so weit hinauf und lässt es wieder fallen. Und der Adler muss es im Flug fangen, damit er noch eine weitere Chance bekommt, um dieses Adlerweibchen zu werben. Wenn ihm das gelingt, dann holt sie ein kleineres Steinchen und fliegt gar nicht mehr weit hinauf und lässt es fallen. Und wenn er das letzte noch fängt, dann hat er seinen Sieg bestanden, hat er ihr Herz gewonnen. Und dann fliegen sie beide weit hinauf und das Weibchen wirft sich auf den Rücken. Und hat die Beine, diese zwei Beinchen hoch, und er nimmt sie an den Beinen und sie fliegen den Hochzeitstanz. Und das ist einmalig im Leben eines Adlers. Selbst wenn einer von den beiden getötet wird oder stirbt, kommt keine zweite Paarung mehr zustande. Und dann, ihr Lieben, bauen die ein Nest, nie am Boden, sondern immer irgendwo drüben, weil sie fliegen mit den Winden, mit den Aufwinden. Und da, zuerst bauen sie mal ein ordentliches Nest, ein sehr sicheres, in einer, in einer kleinen Felsenhöhe. Und zuerst kommen Zweige hin, dann viele Blätter, dann, dann Moos. Und dann rupfen sie sich noch selber Federn aus, dass es ganz weich wird. Und dann legt das Adlerweibchen die Eier. Und das Adlermännchen versorgt sie wunderbar. Und sie brütet und brütet und brütet und dann schlüpfen die Jungen aus und dann sind es die liebevollsten Eltern, die sehr ihre Jungen umsorgen. Beide fliegen sie und bringen denen, was sie brauchen, ja. Und dann eines Tages werden diese Kleinen etwas frech. Und das ist ein Zeichen für die, für das Adlerpaar, dass die Zeit jetzt des Verwöhntseins vorbei ist. Und sie werfen langsam das weiche Zeug raus aus dem Nest. Dann kommen die Ästchen und bald sitzen diese Adlerjungen, die nur mehr noch fordern auf bloßen Felsen. Und dann kommt etwas, was dieses Adlerbaby sehr schockiert. Sie werfen, sie bringen, nehmen das erste Baby und Haut raus. Und das Adlerbaby fliegt wie ein Stein zu Boden. Und die Adlermutter fliegt darunter und fängt es wieder auf und fliegt weit hinauf lässt es wieder fallen. Es fällt wieder wie ein Stein und sie fällt wieder drunter und holt es wieder hinauf. So lange lässt sie dieses Adlerbaby fallen, bis dieses Adlerbaby seine Flügel ausstreckt und selbst zu fliegen beginnt. Und dann sind sie Flücke. Also wenn wir vom Adler lernen sollen, dann müssten wir eigentlich mit unseren Teenagern, die manchmal recht fordernd sind, anders umgehen. Ja? Aber vom Adler können wir lernen. Und der Adler, ihr Lieben, je größer der Sturm, umso höher fliegt der Adler. Der Sturm trägt den Adler. Und Feinde, die dem Adler, und der, der Rabe ist unwahrscheinlich aus, darauf aus, dem Adler die Augen auszupicken. Da fliegt der Adler so hoch, dass dem Raben die Luft ausgeht. Und das sollen wir auch. Wir sollen jetzt in unserer Zeit im Glauben so hoch fliegen dass den Feinden die Luft ausgeht und wir wirklich in der Gegenwart Gottes sind. Halleluja. Also ihr Lieben, verlasst den Hühnerstall, werde ein Adler.